Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute, ihr habt es am Titel gelesen, der perfekte Sommertabak. Ich rauche hier gerade auch eine Sorte bzw. zwei Sorten von meiner Auswahl hier, die ich für den Sommer jetzt aktuell gerade sehr rauchbar finde. Ich würde einfach sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar der Chapo Chill von Argile, Himbeere-Eis, ist neu auf den Markt gekommen und hat mich direkt überzeugt. Ist ein richtig geiler Himbeereisgeschmack, perfekt für den Sommer. Also wirklich, die Dose ist auch schon leer, eine zweite Dose ist auch schon angefangen. Also das ist wirklich eine richtig geile Sorte, besonders für den Sommer. Richtig nice. Müsst ihr auf jeden Fall probieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wirklich richtig nicer Tabak. Kann man auch mega gut rauchen. Generell Argile auch wirklich eine gute Marke, die ich jetzt auch für mich entdeckt habe. Und davon haben wir auf jeden Fall auch nochmal eine zweite Sorte hier in diesem Video. Dann hätten wir hier einmal noch den Bruderherz von Massiv. Den kennt man, den liebt man. Drachenfrucht, den hatte ich auch in meinen Top 5 Herstellervideos bzw. Top 5 Tabaksorten, was ja auch sehr gut ankam bei euch. Und den Tabak feiern auch sehr viele. Und das ist auch ein richtig geiler, sommerlicher Geschmack. Schöne Drachenfrucht. Nichts großartig dazu gemacht, einfach nur entspannte Drachenfrucht. Sehr, sehr geil, sehr fruchtig. Machen wir weiter. Die treuen Zuschauer von euch wissen das. Kiwi von Shades Tobacco bzw. der Quickie. Auch richtig geil. Einfach eine einzelne Frucht. Einfach Kiwi. Bombe. Also auch richtig geil, sommerlich. Kann man auch sehr, sehr gut mischen. Also wenn man Tabak zu mischen sucht, kann man den auf jeden Fall nehmen. Den kann man zu jedem Tabak dazu mischen. Und das gibt eine geile Kiwi-Note. Und es schmeckt dann einfach alles richtig geil, fruchtig. Und auch ein richtig geiler Sommertabak. Schön, ja, für den Sommer kann man machen. Ein weiterer Kandidat, den man auch kennt, der Mabel von Amosa. Amosa, finde ich, läuft ein bisschen noch unter dem Radar, meiner Meinung nach. Also ist ein bisschen underrated. Ich weiß nicht, ich kenne nicht viele, die den kennen bzw. geraucht haben, bzw. im Mabel-Geschmack. Richtig nice. Pfirsich, Limette, Erdbeere, Himbeere. Erdbeere, Limette, genau. So war das. Also eine sehr coole Kombi. Pfirsich ist relativ dominant, aber ja, mega geil einfach. Also auch ein richtig geiler Sommertabak. Wer mein Top 3 Mix Video gesehen hat, der weiß auch, mit Bruderherz todeslecker. Also kann ich auch empfehlen, falls ihr den noch nicht getestet habt und ihr ja an den rankommt, holt euch den, testet den. Richtig geil für den Sommer. Mega nice. Ja, bleiben wir bei Pfirsich, aber nichts Neues. Ein ganz alter Klassiker, der 7 Days Cold Peach. Ja, wer den nicht kennt, der hat auf jeden Fall irgendwas verpasst in seinem Leben, wenn er Shisha geraucht hat. In der Shisha-Bar war, der wird das definitiv mal geraucht haben, gehört haben oder ja, mal irgendwie gesehen haben auf jeden Fall. 7 Days Cold Peach, wie der Name schon sagt, kalter Pfirsich, also einfach Pfirsich mit einem Eisabgang, mega geil. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, den habe ich damals mal so geraucht, fand ich immer ganz nett, aber war irgendwie dann lange nicht mehr so auf dem Schirm. Aber jetzt so in letzter Zeit rauche ich den auch echt gerne. So kalte Pfirsich, mega cool. Also besonders auch, wie gesagt, für heiße Sommertage. Richtig nicer Pfirsich, Eisgeschmack, feier ich. Ist ja ein bisschen schwierig zu rauchen, also könnte für die meisten vielleicht sogar ein bisschen zu stark sein am Anfang, einfach durch dieses Eisige, sage ich einfach mal. Wenn man den ein Weilchen raucht, dann kann man den entspannt rauchen und hat einfach einen richtig geilen Geschmack. Und ja, deswegen auch hier ein sehr geiler Sommergeschmack. So, und jetzt wird es zitronig und limettig. Hier haben wir zwei Sorten, die habe ich hier auch im Kopf drin. Mega geil. Fangen wir erstmal ganz entspannt an. Der Green Leo von Aquamenta habe ich auf meinem Kanal auch schon getestet. Ist ja auch eine neuere Sorte von Aquamenta gewesen. Einfach eine Limette, pure Limette, nichts Großes drumherum. Halt diese ganz normale Standard Aquamenta-Kühle dabei. Und ja, Limettentabak. Wer Limette mag, wird den lieben. Es ist ein richtig, richtig geiler Limettengeschmack. Richtig schön, natürlich, schmeckt mega geil. Und wie gesagt, für den Sommer was Besseres als Zitrone, Limette gibt es ja eigentlich gar nicht. Ein bisschen mit Eis. Mega geil, deswegen der Green Leo hier auch in meinem Ranking dabei. Und zu guter Letzt wieder was von Argile, und zwar der absolute Banger hier, Chapo Layman. Also Leute, wer Zitrone mag, Zitrone Minze, Zitrone Eis, probiert den auf jeden Fall aus, weil ich höre von vielen Leuten, ja, Zitrone schmeckt immer so nach Klostein oder schmeckt einfach immer so, ja, einfach langweilig. Aber glaub mir, der Chapo Layman hat einfach neue Maßstäbe gesetzt, was Zitronentabaks angeht. Der hat mich und meine Kollegen so überzeugt, der ist einfach next level, mega geil. Es gibt auch noch den Layman Mint, glaube ich, heißt der, von Argile. Das ist Zitrone Minze quasi, aber ich finde einfach, der Chapo Layman ist einfach
ja, den toppt einfach gar nichts, was Zitrone angeht. Also wirklich, hätte ich nicht gedacht, nachdem ich den geraucht habe, nachdem ich andere Sorten von Aguilé geraucht habe, habe ich einfach gecheckt, Aguilé ist einfach eine mega coole, geile Marke, die abliefert. Und hier auch mit dem Zitrone-Eis einfach wirklich ein richtig nicer Geschmack für den Sommer. Mega cool, wie gesagt, rauche ich gerade hier auch. Habe ich aber auch schon mit ein paar anderen Sorten gemischt. Kann man auch mega cool, ja, mischen. Dadurch, dass es Zitrone-Eis ist, geht das auf jeden Fall klar. Kann man gut rauchen. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Das ist so eine kleine Auswahl von mir gewesen für den Sommer. Die perfekten Sommergeschmäcker meiner Meinung nach, die jetzt aktuell gerade, ja, öfter geraucht werden hier bei uns. Und ja, deswegen hoffe ich, euch hat dieses kurze, knackige Video gefallen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen und über einen netten Kommentar. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr von diesen Sorten schon kennt. Ich denke mal, die meisten von euch werden Cold Peach und Bruderherz kennen. Ob die anderen Sorten euch auch bekannt sind, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Oder was ihr so gerne im Sommer raucht, könnt ihr mir gerne auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, ich würde mich auch über ein Abo auf jeden Fall freuen. Lasst gerne ein Abo da. Ja, der Kanal wächst und ich mache weiterhin Videos. Und ja, ich hoffe, ja, ihr bleibt dran und bis zum nächsten Video.